Moin moin und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Wir sind letztes Mal von der Citadel abgehauen, geflohen regelrecht. Und ich habe sämtliche Planeten erkundet und optionalen Quests gemacht, die es noch gab. Viele waren es nicht. Hab damit jetzt, glaube ich, so ziemlich alles erkundet und wir können nach Aelos, wobei kurz vorher eine Sache. Welches Level sind wir eigentlich mittlerweile? 46. 46? So hoch? Okay. Gut. Dann ist das halt so. Ich hatte mich übrigens geirrt. Ich habe beim letzten Mal, wir haben beim letzten Mal noch die Quest mit den Biotikern bekommen. Man konnte sie nicht verschonen. Man musste sie halt echt abknallen, ohne nach Möglichkeit die Zivilisten zu erwischen. Gut. Auf nach Aelos. Ah, wobei Aelos kann ich mal erkunden. Also, Planeten. Im gleichen System sind. Wahrscheinlich. Tatsächlich sind noch zwei Sidequests übergeblieben. Einmal halt die Energiezellen auf Pharos, die ich ja nie gefunden habe. Und die könnte ich mir eigentlich sogar noch holen, wenn ich denn wüsste, wo sie sind. Aber da habe ich jetzt irgendwie auch keine Lust, die zu suchen oder zu googeln. Und die, dass man die ganzen Rohstoffe im Weltall finden soll, da fehlen mir ein paar. Die würde ich wahrscheinlich auf den Planeten noch finden, aber auch da habe ich halt keine Lust, jetzt jeden Planeten nochmal genau abzusuchen. Bis ich das finde, weil die nicht auf der Karte markiert werden. Also gehen wir einfach nach Aelos. Ui, schön. Schönes Bild. Ist das das Mu-Portal? Wahrscheinlich. Oh, und das ist eine Geth-Flotte. Commander? Wir haben Besuch. Haben Ihre Sensoren uns schon erfasst? Die Tarnsysteme sind aktiv. Solange Sie uns nicht sehen können, wissen Sie nicht, dass wir hier sind. Ich habe ein paar seltsame Aufzeichnungen von der Planetenoberfläche. Bringen Sie uns runter, Joker. Folgen Sie den Koordinaten. Das geht nicht, Commander. Die nächste Landezone ist zwei Klicks entfernt. Zu Fuß werden wir es nicht rechtzeitig schaffen. Bringen Sie uns näher ran. Näher geht es nicht. Es gibt keine Möglichkeit. Mit dem Mako absetzen. Für eine solche Landung brauchen wir mindestens 100 Meter freie Fläche. In Sarens Nähe gibt es nur 20 Meter. 20 Meter? Das reicht nicht, um runterzugehen. Wir müssen es versuchen. Wir müssen eine andere Landezone finden. Es gibt keine andere Landezone. Der Landewinkel ist zu steil. Das ist unsere einzige Chance. Das ist keine Chance. Das ist Selbstmord. Wir können nicht... Das kriege ich hin. Joker? Das kriege ich hin. Etwas Beeilung und runter zum Mako. Joker, setzen Sie uns direkt vor seine Füße ab. Ich mag Joker irgendwie. Auch wenn er manchmal ein bisschen sehr unbekümmert wirkt. Also quasi schon etwas zu selbstsicher. Saren und seine Geth. Ah ja, und es geht wieder los. Frage, könnt ihr ihn da nicht einfach vom Boden wegballern? Wir beide, rein da, jetzt! Ja. Wir müssen in diesen Bunker hineinkommen, bevor Saren die Röhre findet. Diese Tür kann man nicht mit brutaler Gewalt überwinden. Aber Saren hat sie irgendwie geöffnet. Irgendwo in diesem Komplex muss es so etwas wie einen Sicherheitsschaltpunkt geben. Wir müssen einen Weg finden, ihn wieder zu aktivieren. Den Bug kennen wir ja schon. Ich sollte mal gucken, ob es das Spiel auch auf Origin gibt. Vielleicht ist es dann da ohne diesen Scheiß. Das ist falsche Waffe, egal. Funktioniert. Vorteil, diesmal sind die Gegner nicht schwarz. Das bedeutet, ich kann sie besser sehen. Nicht, dass das
sehr viel an der Situation verbessern würde. Wo steht man? Wir machen mittlerweile echt viel Schaden. Verglichen mit früher, so die ersten Missionen mit den Gaff, hatte ich schon fast andere Probleme mit denen. Ich sollte ein bisschen in Deckung gehen. Ja, die haben Garrus erwischt. Na gut. Zumindest nicht gut, aber was soll's. Das kriegen wir schon hin. Schild durchbrechen. Draufhauen. Offensichtlich schon. So, was ist hier markiert? Die Kiste? Wieso ist die Kiste markiert? Na, verdammt knapp. Ah. Ich sollte vielleicht ein bisschen die Augen aufmachen, wenn ich das mache. Ich habe nämlich gerade so überhaupt nicht aufgepasst, wie man vielleicht ein bisschen gesehen hat. Der ist dahinter. Hier irgendwie rum oder wo lang muss ich? Ja. So. Habe ich überhaupt ein Ziel oder sowas? Fahrstuhl. Ich hasse es, dass er mich immer so verschiebt. Zone, Gericht. Was ist das da? Noch ein Fahrstuhl. Okay. Da oben bin ich reingekommen. Hallo, was soll denn das Scheiß? Wieso schickt ihr mich mal anders hin? Laufen wir da ein. Wir nähern uns übrigens allmählich dem Ende des Spiels. Bin ich hier richtig? Ich hoffe es mal. Und Garrus ist auch wieder hinter uns. Sehr gut. Ah, da sind noch wieder ein paar Gegner. Komme ich hier hoch? Nee, ne? Oh, doch. Fehler. So. Ja, das sind noch mehr von denen. Auch wenn ich sie gerade kaum sehen kann. Wohin, aber vielleicht geht es da irgendwie nach oben oder so. Ist egal, da muss ich nicht hin. Also, glaube ich zumindest. Ich habe hier nicht aufgepasst. Ich hasse diese Teile. Naja, wozu hat man seine Teamkameraden? Wo bringt mich dieser Fahrstuhl hin? Es nervt schon fast, dass wir wieder diese schwarzen Anzüge haben. Ich find's immer noch irgendwie witzig, aber es ist doch halt auch so ein bisschen... Meh. Hier gibt es noch Strom. Dieses System hat anscheinend einen eigenen Generator. Ich wette, dies ist der Kommandoraum für den ganzen Komplex. Sarens Truppen müssen von hier aus die Türen versiegelt haben, nachdem er reingegangen ist. Wir müssen herausfinden, wie wir die Sicherheitsblockade aufheben können, um in den Bunker reinzukommen. Das erinnert mich gerade an was, deswegen speichere ich lieber mal. Und ich habe schon wieder... Was ist schon wieder ein Level-Up? Hier... Und bei dir Elektronik voll. Keine Gegner? Glaube ich kaum. Kampfläufer. Ah. Wusste doch, dass das nicht stimmt. Hau mal drauf.
Ups, was war denn das jetzt? Keine Ahnung. Achso, Garrison Rocket. Fertig. Doch noch nicht fertig. Oh. Da sollte ich nicht hin. Da schon eher. Das kann man hacken. Wieder nicht aufgepasst. Wieder nicht aufgepasst? Was mache ich hier gerade? Meine Güte, ist doch gar nicht mal so schwer, wenn man sich mal ein bisschen konzentriert. Ach komm, scheiß drauf, ich habe so viel Universalgel. Geht schneller. Also jetzt kämpfen die für uns. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Was soll's. Was haben wir hier? Laden. Laden ist, glaube ich, gut. Nö. Da ist doch was Grünes, das kann ich aber auch nicht aktivieren. Doch, das ist ein Fahrstuhl. Das sieht so aus, als sollte ich da hin. Komisch. Und hier über mir scheint das Ziel zu sein. Oder kommt man hier von den Seiten irgendwie weiter? Vielleicht von den Seiten. Wir müssen uns beeilen. Saren hat bereits einen Vorsprung. Wir müssen ihn finden, bevor er die Röhre findet. Falls er sie noch nicht gefunden hat. Ansonsten laufen wir in eine Falle. Dieses Risiko müssen wir eingehen. Moment. Da passiert gerade etwas. Zu spät. Können nicht. Invasionsflotten. Keinen kommen. Vielleicht eine Art Nachricht. Aber ich verstehe diese Sprache nicht. Könnte proteanisch sein. Dann muss diese Aufzeichnung 50.000 Jahre alt sein. Kein Wunder, dass wir sie nicht verstehen. Die Nachricht ist verstümmelt, aber ich kann einige Worte verstehen. Es ist eine Warnung vor einer Reaper-Invasion. Unglaublich! Die Dechiffrierung muss Ihnen ein Verständnis der proteanischen Sprache übermittelt haben. Nicht sicher. Suchen Schutz. Den Archiven. Was wird da gesagt? Können Sie es verstehen? Nein, Reaper. Die Zitadelle. Überwältigt. Einzige Hoffnung. Verzweiflungsakt. Die Röhre. Alles verloren. Etwas über die Röhre, aber es ist zu undeutlich, um es interpretieren zu können. Wir müssen los. Nicht aufzuhalten. Haben wir das nicht schon längst erfahren eigentlich, dass wir quasi das Wissen der Proteaner zu großen Teilen bekommen haben? War das nicht, auf Pharos? Huch. Weil, dass wir dann die Sprache zumindest teilweise verstehen, wäre ja glatt anzunehmen. So, kann ich jetzt das hier benutzen, was auch immer das ist? Oh ja, okay, jetzt ist die Tür offen. Ein Fahrstuhl, wo auch immer der hinführt, ich nehme ihn mal. Na, schau mal wieder zurück in die Oper. Ah, ich ahne, wo wir jetzt rauskommen. Da waren ja zwei Fahrstühle in einem oberen Gebiet und wahrscheinlich kommen wir jetzt halt aus dem zweiten raus. Und dann wahrscheinlich mal einfach zurück zu Marco. Oder? Ja, genau, jetzt sind wir wieder hier und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir die Tür geöffnet haben. Die Archivtür, ja. Da wurden ja auch die Archive erwähnt. Also zurück zum Marco, da müsste er hier irgendwo stehen. Da, ja. So dunkel. Ob wir den Panzer nehmen sollten, um in diesen düsteren Untergrundbunker einzudringen? Ja. Gute Idee. Wir können etwas Feuerkraft gebrauchen. Ich hatte erwartet, dass Saren uns eine Falle stellt oder in einen Hinterhalt lockt. Sie müssen zu sehr in Eile dafür gewesen sein.
Oder die böse Überraschung kommt noch. Ja, eins von beiden wird's wohl sein. Ich weiß ehrlich gesagt selbst nicht mehr genau, was hier passiert. Also, ich lasse mich überraschen. An eine Sache erinnere ich mich noch, aber ich weiß nicht mehr, wann und wie das passiert. Da vorne ist irgendwas Dunkles. Was sind das für Dinge an der Wand? Irgendwelche Behältnisse? Sie sehen aus wie Stasis-Kapseln. Wahrscheinlich haben die Proteaner versucht... Ich habe irgendwie den Dialog gekillt, glaube ich. Ah, das sind Gegner. Okay. Ich habe mich schon gefragt, was das ist. Es war nicht so deutlich zu erkennen. Hier ist noch jemand eine Markierung für... Oh, genau neben mir. Gut. Hat nur die Schilder angekratzt. Nichts Schlimmes. Ups. Sieht schon interessant aus hier. Wir sind also quasi gerade in einer weiteren Proteaner-Ruine. Was passiert hier? Eine Falle. Saren hat einen Hinterhalt vorbereitet. Ich glaube nicht, dass Saren dahinter steckt. Das sieht echt interessant aus. Komische Wände. So, wir haben nur einen Weg. Ich würde jetzt gerade eigentlich gerne mal was probieren. Sekunde. Mit etwas Glück funktioniert das. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich werde es ausprobieren müssen. Laden. 72. Mit etwas Glück können wir in den Archiven nämlich wieder normal aussehen. Nee, schade. Ich wollte es ausprobieren. Ach du Scheiße, der gesamte Fahrstuhl ist schwarz. Ich kann nicht mal den Fahrstuhl erkennen. Ja, okay. Das ist, glaube ich, Garrison, dann ist das Tatali. Eieieiei. Wäre dies einfach nur eine automatische Falle, so hätte sie Saren ausgelöst. Wofür halten Sie es? Wir sollten vorsichtig sein, was immer es auch ist. Sie sind keine Proteaner, aber auch keine Maschinen. Diese Möglichkeit ist eine der vielen eingerechneten Wahrscheinlichkeiten. Deswegen haben wir unsere Warnung über die Sender übermittelt. Scheint ein Programm der Kategorie VI zu sein. Allerdings stark beschädigt. Sie scheinen keine Kennzeichen der Indoktrinierung zu tragen. Nicht wie die anderen, die kürzlich hier waren. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Moment mal. Wieso kann ich das alles verstehen? Warum sprechen Sie nicht in der proteanischen Sprache? Ich habe Ihre Kommunikation überwacht, seit Sie hier in der Station sind. Und ich habe meine Ausgabe so modifiziert, dass Sie sie verstehen können. Ich heiße Vigil. Sie sind hier in Sicherheit. Im Augenblick. Aber das wird sich sicher ändern. Schon bald gibt es keinen sicheren Ort mehr. Sind Sie eine Art Programm mit künstlicher Intelligenz? Ich bin ein fortschrittliches, non-organisches Analysesystem mit persönlichen Abgleichungen von Kaysat Aishan, dem Superinspektor der Eilos-Forschungseinrichtung. Okay, ich habe kein Wort verstanden. Warum haben Sie mich hierher gebracht? Sie müssen einen Zyklus durchbrechen, der seit mehr als 1 Million Jahre Bestand hat. Aber dazu müssen Sie verstehen. Sonst werden Sie die gleichen Fehler machen wie wir. Die Zitadelle ist das Herz Ihrer Zivilisation und der Sitz der Regierung. So war es bei uns auch. Und bei allen Zivilisationen, die vor uns da waren. Aber die Zitadelle ist eine Falle. Die Station ist im Grunde ein riesiges Massenportal. Sie ist das Tor zum Orkusnebel, zur unendlichen Leere hinter dem Horizont der Galaxie. Wenn das Zitadelportal aktiviert wird, werden die Reaper auftauchen. Und sie werden alle vernichten. Das ist ungut. Wenn Saren das Portal aktiviert, können die Reaper den Rat und die Zitadellflotte mit einem Streich auslöschen. Das war unser Schicksal. Unsere Anführer waren tot, bevor wir überhaupt merkten, dass wir angegriffen wurden. Die Reaper übernahmen die Kontrolle über die Zitadelle und damit die Massenportale. Die Kommunikations- und Transportmöglichkeiten unseres Reiches brachen zusammen. Jedes Sternensystem war isoliert und auf sich allein gestellt. Und damit eine einfache Beute für die Reaper. In den folgenden Dekaden löschten die Reaper systematisch unsere Leute aus.
Welt um Welt, System um System wurden von ihnen systematisch vernichtet. Aber es muss doch Überlebende gegeben haben. Über die Zitadell hatten die Reaper Zugriff auf alle unsere Daten, Karten und Populationserhebungen. Information ist Macht. Und sie wussten alles über uns. Ihre Flotten patrouillierten durch alle bewohnten Regionen der Galaxie. Einige Welten wurden komplett zerstört. Andere wurden erobert und die Bevölkerung versklavt. Die indoktrinierten Diener wurden zu sogenannten Schläferagenten unter der Kontrolle der Reaper. Andere Proteaner nahmen diese Agenten als Flüchtlinge auf und wurden von ihnen an die Maschinen verraten. Innerhalb weniger Jahrhunderte hatten die Reaper alle Proteaner in der Galaxie getötet oder versklavt. Sie waren skrupellos, brutal und absolut gründlich. Eine Sache verstehe ich nicht. Wohin sind die Reaper gegangen, nachdem sie ihre Leute besiegt hatten? Unsere Welten waren ausgebeutet. Durch diese indoktrinierten Sklaven. Alles von Wert, alle Ressourcen und Technologien waren geraubt worden. Nachdem die Reaper sich sicher waren, alles organische Leben ausgelöscht zu haben, zogen sie sich über das Zitadellportal zurück in den Orkusnebel und versiegelten das Portal. Alle Hinweise auf die Reaper-Invasion waren beseitigt worden. Sie ließen nur ihre indoktrinierten Sklaven auf sich allein gestellt zurück. Geistlose Hüllen, die zu keinen eigenen Gedanken fähig waren und schon bald verhungerten oder an atmosphärischer Strahlung starben. Damit war der Genozid der Proteaner komplett. Was sind die Beweggründe der Reaper? Wieso wiederholen sie dieses Genozidmuster wieder und wieder? Die Motive der Reaper sind für uns nicht nachvollziehbar. Vielleicht benötigen sie Sklaven oder Ressourcen. Wahrscheinlich aber werden sie von Motiven angetrieben, die organische Lebewesen niemals nachvollziehen können. Aber das ist nicht entscheidend. Ihr Überleben hängt nicht davon ab, dass sie verstehen, sondern aufhalten. Sie sagten, dass ich aus einem bestimmten Grund hier bin. Sagen Sie mir, was ich tun muss. Die Röhre ist der Schlüssel. Vor dem Angriff der Reaper waren wir Proteaner kurz davor, das Geheimnis der Massenportaltechnologie aufzudecken. Eilos war eine Hochsicherheitseinrichtung. Hier haben die Forscher an der Entwicklung einer kleinen Version eines Massenportals gearbeitet. Es sollte eine direkte Verbindung mit der Zitadell haben, dem Knotenpunkt des Portalnetzwerkes. Die Röhre ist keine Waffe, sondern der Hintereingang zur Zitadell. Und was geschah dann? Wir haben alle Kommunikationswege zur Außenwelt gekappt und die Einrichtung damit verborgen. Die Forscher flüchteten in den Untergrund, in diese Archive. Um Ressourcen zu sparen, wurden alle in eine kryogenetische Stasis versetzt. Ich wurde darauf programmiert, die Einrichtung zu überwachen und die Besatzung zu wecken, wenn die Gefahr vorüber ist. Aber der Genozid an der gesamten Spezies war ein langer Prozess. Die Jahre vergingen. Jahrzehnte. Jahrhunderte. Die Reaper blieben. Und meine Energiereserven gingen zur Neige. Wie haben Sie überlebt? Ich habe die Überlebenssysteme der weniger wichtigen Besatzungsmitglieder unterbrochen. Erst Assistenzkräfte, dann Sicherheitsleute. Eine Kapsel nach der anderen wurde abgeschaltet, um Energie zu sparen. Am Ende waren nur noch die Stasis-Kapseln der Top-Wissenschaftler aktiv. Und selbst diese drohten auszufallen, als sich die Reaper endlich durch das Zitadell-Portal zurückzogen. Da draußen waren hunderte Stasis-Kapseln. Sie haben sie einfach ausgeschaltet? Sie haben sie einfach getötet? Sie waren darauf programmiert, sie zu schützen, nicht sie zu töten. Diese Situation war einkalkuliert worden. Meine Aktionen waren die Folge meiner implementierten Eventualprogrammierung. Ich wette, die weniger wichtigen Besatzungsmitglieder wussten nichts davon. Ich habe die wichtigsten Personen gerettet. Als die Reaper sich zurückzogen, waren die führenden Forscher noch am Leben. Nur durch meine Aktionen gibt es noch Hoffnung. Als die Forscher erwachten, realisierten sie, dass die Proteaner dem Untergang geweiht waren. Es gab nur noch ein Dutzend Überlebende. Viel zu wenig, um den Fortbestand des Volkes zu sichern. Dennoch wollten sie einen Weg finden, um die Reaper an der Rückkehr zu hindern. Einen Weg, den Zyklus für immer zu unterbrechen. Und sie wussten, dass die Keeper der Schlüssel sind. Die Keeper stehen noch unter dem Einfluss der Reaper? Die Keeper werden durch die Zitadell kontrolliert. Vor jeder Invasion wird ein Signal durch die Station gesendet, das sie veranlasst, das Zitadell-Portal zu aktivieren. Nach Jahrzehnten intensiver Arbeit fanden die Forscher heraus, wie man dieses Signal ändern kann.
Mit Hilfe der Röhre erhielten sie Zugriff auf die Zitadelle und nahmen die Änderungen vor. Als dieses Mal die Sovereign das Signal zur Zitadelle gesendet hatte, reagierten die Keeper nicht. Die Reaper sind im Orkusnebel gefangen. Saren kann offensichtlich die Röhre einsetzen, um alle externen Verteidigungssysteme der Zitadelle zu umgehen. Das ist richtig. Und wenn er erst einmal drinnen ist, kann er die Kontrolle der Sovereign überlassen. Die Sovereign wird die Systeme der Zitadelle überschreiben und das Portal manuell öffnen. Damit wird der Vernichtungszyklus erneut eröffnet. Ich werde Saren aufhalten. Sagen Sie mir, wie ich es anstellen soll. In meiner Konsole befindet sich eine Datei. Nehmen Sie eine Kopie davon mit. Wenn Sie die Hauptsteuerungseinheit der Zitadelle erreichen, laden Sie diese Daten hoch. Damit können Sie die Sicherheitsprotokolle der Zitadelle überschreiben und vorübergehend die Kontrolle über die Station übernehmen. Vielleicht haben Sie so eine Chance gegen die Sovereign. Moment. Wo befindet sich die Hauptsteuerungseinheit der Zitadelle? Davon habe ich noch nie gehört. Die Röhre wird den Weg weisen. Folgen Sie Saren. Er wird Sie an den richtigen Ort bringen. Saren hat einen Vorsprung. Die Datei sichern und dann los. Derjenige, den Sie Saren nennen, hat die Röhre noch nicht erreicht. Noch nicht. Es gibt noch Hoffnung, wenn Sie sich beeilen. Jo. Muss ich jetzt noch was machen? Nö, scheinbar nicht. Okay. Alles klar, wir wissen also damit auf jeden Fall quasi, was mit den Proteanern geschehen ist. Ja, wäre vielleicht interessant gewesen, wenn wir Lyra mitgehabt hätten. Hm, naja, hätte ja in den Dialogen wahrscheinlich auch nichts geändert. Wir wissen, wofür Saren die Röhre braucht. Wir wissen, dass die Röhre hier ist. Es ist tragisch. Trotz ihrer großen Errungenschaften haben die Proteaner alles verloren, genau wie mein Volk. Sogar ihr letzter Plan ist gescheitert. Die Proteaner sind nicht gescheitert. Sie haben uns eine Chance gegeben. Es liegt an uns, das Beste daraus zu machen, daher sollten wir uns lieber beeilen. Richtig. Doch, vorher beende ich erstmal den Part. Ach, das ist das Ziel. Ich wundere mich gerade schon, was hier so komisch aussieht, aber das ist das Fadenkreuz. Okay. Hier machen wir das nächste Mal weiter und ja, hoffen wir, dass wir Saren noch aufhalten können, wa? Bis dahin. Ciao.